schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre! 360 Monate! Alban Berg Wozzeck, eine Riesenherausforderung in jeder Hinsicht. Für die Sänger, das überhaupt erstmal musikalisch zu lernen, mit dem Orchester zusammenzubringen und so weiter und so fort, aber darüber hinaus natürlich mental. Aber hier spielen wir sehr stark genau mit dem, was in dieser Partitur auch so stark durch Realismus, Kontrasurrealismus auch musikalisch gefasst wird. Die unterschiedlichsten Ebenen, wie das Innere sich nach außen kehrt und umgekehrt, und erzählen das Ganze letztendlich als eine einzige Hinrichtung eines Menschen. Wir erzählen das wie eine Art Todesrevue, aber auch als eine Art Höllenfahrt, als ein Versuch des Delinquenten, eigentlich auch mit der Frage Schuld und Sühne fertig zu werden. Er richtet auch weitgehend sich selbst durch das Stück und widerfährt sozusagen in einer Art Rekapitulation sein eigenes Schicksal als ein eigentlich vom Leben Ausgeschlossenen von Anfang an. In diesem Fall changieren wir sehr stark eben zwischen unterschiedlichen Realitätsebenen. Und das Bühnenbild hilft uns auch sehr dabei durch Produktionen, aber auch durch Verwandlungen, aber auch durch Sinneswandel der einzelnen Personen, wo ganz klar wird, die spielen oft die Rolle des Dämons in einem selbst und werden eigentlich sozusagen immer wieder so Richter dieses Delinquenten, der aber auch selbst natürlich ein Täter ist. Also von daher befinden wir uns in einem höchst ambivalenten Gefüge von wechselartigen Beziehungen.